So, meine sehr verehrten Damen und Herren, und damit willkommen zurück zu LEGO World. Wir haben uns beim letzten Mal hier diesen Salon angeguckt und da hinten die Burg, während wir hier noch selber am Bauen waren. Und warum flimmert es denn jetzt auf einmal? Was hat denn da meine Grafikkarte auf einmal so für Probleme? Flimmer die Flimmer? Gab es ein Update? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber ich höre hier ein Pferd in der Nähe. Und schon wieder Skelette. Lasst ihn in Ruhe. So. So. Der ist jetzt erstmal in Ruhe gelassen. Also. Ich könnte jetzt hier natürlich weiterbauen und könnte jetzt hier mein schönes Häuschen da ein bisschen ausstatten. Ja, kann ich auch mal machen. So ein bisschen, weil die Fenster wollte ich jedenfalls noch machen. Dafür nehmen wir dann mal normale Steinchen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob man hier auch... Also, hier muss man genau so hochziehen. Hier kann man auch so schön farbig Gläsern machen. Ja, ich kann es einmal hier zeigen. Und dann sind die, wenn man sie dreht... Nein, wenn man sie dreht, so. So leicht gläserig oder gläsern. Ja, das geht natürlich auch, Mann. Mit Weiß. Ja, das heißt, also hier könnte man das da wegmachen. Ja, das da halt, ne, so. Wo machen wir das denn mal weg? Machen wir hier mal ganz kurz Undo, Undo, Undo. So. Machen wir jetzt hier einfach mal weg, ziehen das hier hoch und haben dann hier durchsichtige Gläser. Das Ganze kann man auch mit Viererblöcken machen. Wo haben wir sie? Da, mit Vierern. Das heißt, die drehen wir. Ja, und können die dann auch hier entsprechend hochziehen. Dann sieht das Fenster jedenfalls ein bisschen aus wie ein Fenster und nicht wie ein Zustand. Weil aktuell wäre es ja ein Zustand gewesen. So, was ich schade... Ach nein. Ach, jetzt hat er die schon wieder blau gemacht, ne? Ah ne, die sehen von innen blau aus und von außen sehen sie weiß aus. Okay. Der gläserne Mensch nennt sich das auch, ne? Also, ja, ich habe jetzt wirklich schon viel Zeit hier in LEGO Worlds verbracht, muss ich sagen. So, was das Ganze angeht, so mal ein bisschen erkundet in einer anderen Welt. Und bin so ein bisschen zu erstmal so einem Fazit gekommen. Man kann zwar sau viel machen, aber es fehlt auch verdammt noch viel, ja. Also da muss echt noch einiges geschehen an ganzen Baumaterialien, ja. LEGO selber möchte dann auch diverse Möglichkeiten bieten. Darunter das für die Spieler, die schöne Bauwerke bauen, ja. Und da kann ich mir wirklich richtig gute vorstellen. Und dagegen ist dieser Saloon wahrscheinlich noch Pipifax. Dass die dann ein extra Bauset bekommen. Ja, das kann ich ja nochmal zeigen, wo man die auswählen kann. War das jetzt hier? Genau, hier war das. Beziehungsweise halt dann hier sind dann die ganzen Sets. Und jetzt kann man hier zum Beispiel auch so einen Turm oder was haben wir da? Ein Häuschen. Kaputte Burg. Das ist ja alles das, was wir bisher immer gesehen haben. Ja, zum Beispiel so ein riesengroßes Haus können wir jetzt mal hier so hinzimmern, wenn der dann mal verschwindet. So, mal gucken, da ist ja jetzt auch der Baum. Den müsste er jetzt eigentlich wegmachen oder baut er jetzt in den Baum rein? Fail. Das würde ich jetzt in dem Augenblick als Fail bezeichnen von LEGO. Dass er in den Baum reinbaut. Wir gehen mal rein. Ich sagte, wieso klettert der da außen lang? Ja, er hat den Baum drin gelassen. Ja, also hier könnt ihr dann so welche Sachen, könnt ihr alles bauen. Das soll eine Feuerstelle darstellen. Wieso hat er denn jetzt die Pyramide ausgewählt? Keine Ahnung, warum er jetzt die Pyramide ausgewählt hatte. Okay, ich muss halt die Pyramide doch auswählen, um hier ein bisschen Abstand zu bekommen.
Ja, also alles, was ihr bisher entdeckt habt, könnt ihr hier wieder erneut platzieren. Ich kann die Pyramide auch hier beispielsweise in der Nähe des Wassers bauen. Dauert halt ein bisschen, weil er da die Erde anheben muss. Dauert sogar extrem lange. Und dann baut er uns da jetzt, oder zimmert er uns da jetzt eine 1A-Pyramide hin. Sofern er denn irgendwann mal fertig wird. Und wenn ihr beispielsweise jetzt so ein schönes Bauwerk hergestellt habt und der Meinung seid, ey, das muss ich präsentieren, dann guckt doch mal im Forum hier von bei Steam vorbei von Lego und informiert euch mal, was es da alles für Möglichkeiten gibt und wie euer Bauwerk dann hier gezeigt werden kann in Lego Worlds. So, jetzt gucken wir erstmal. Wo ist hier der Eingang? Aber wir haben jetzt hier eine Pyramide. Ah. Aber netterweise kein Eingang. Nun gut. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Auch interessant. Er kennt keine Hürden. Er kennt gar nichts. Er rennt einfach drauf los. Ach, schon wieder ihr. Also bisher fehlt es halt so ein... Hallo, ich habe nicht gesagt, dass ich dich nehmen will. Hier fehlt es halt so ein ganz klitzekleines bisschen an Content, an Herausforderung. Ja, selbst mit den ganzen Fahrzeugen, die wir hier haben und so weiter, ist immer leider noch nicht... Oh. Das wirklich gegeben. Ja, mit dem Multiplayer, ganz im Ernst, könnte ich mir das noch lustig vorstellen. Aber jetzt so im Singleplayer... Ich meine, selbst bei mir, obwohl ich wirklich jetzt gerne kreative Spiele wie sowas hier spiele, auch, wie gesagt, mir geht da auch so ganz langsam die Lust weg. Nicht, weil ich nicht in dem Augenblick kreativ bin oder so, sondern einfach... Ja, hier, warum so welche Sachen? Ja, klar, das ist interessant und so, aber man möchte doch hier beispielsweise eine Tür platzieren können oder... Diese Zäune, die man von damals kennt. Ja, ich weiß jetzt nicht, wer es kennt. Ich weiß auch nicht, was das hier sein soll. Was ist denn das? Steht nicht mal mehr dabei, was das ist. Das sind wahrscheinlich so einfach nur so Generatoren, oder? Ja, dann hier das mit dem Platzieren. Das ist auch so ein bisschen fragwürdig. Da würde ich gern platzieren. Geht nicht. Ich muss immer einen gewissen Abstand haben. Und ich weiß immer noch nicht, was das ist. So. Wie man an die Sets kommt... Habe ich auch bisher noch nicht herausgefunden. Ist halt so... Ja, was macht man hier? Klar, man baut, man baut, man baut. Man versucht, Gegenstände zu entdecken. Ja. Aber das war es dann auch schon. Es ist zurzeit ein bisschen leere. Also, ich kann mir das Spiel wirklich gut vorstellen, dass es wirklich gut wird. Ja. Aber... Aktuell, beim aktuellen Entwicklungsstand würde ich sagen, da fehlt noch einiges. So, mal gucken, wie hoch kann ich denn? Zack. Guck mal, nur allein die Physik. Wie schnell der abstürzt und ich kann ja noch gemütlich schön runterfliegen. Wahrscheinlich kann ich sogar noch auf dem landen. Ja, sag ich doch. Zack, sogar noch auf ihm gelandet. Wie gesagt, es ist alles wirklich knuffig und ich sag mal so, für die Kleinen unter uns, also für die Jüngeren, die von den Eltern kein Minecraft spielen dürfen oder wo die Eltern sagen, ey, nee, mein Sohn soll jetzt nichts mit Minecraft zu tun haben, der soll noch mit Lego groß werden, aber ihr habt das Geld nicht, um jedes Mal Lego zu holen, dann ist das ja in dem Augenblick, ich sag jetzt nicht perfekt, aber vielleicht eine gute Lösung. Ja, man kann hier, wie gesagt, sich kreativ auslassen, man kann hier Sachen bauen. Und ich glaube auch wirklich, dass es da Leute gibt, die das entsprechend bauen, aber... Es fehlen halt diverse Teile für mich. Es fehlen einfach Teile, damit ich was weiterbauen kann. So wie ich es gerne hätte.
Und das ist dann halt auch der Grund, weswegen ich dieses Projekt gerne einstampfen möchte. Ja? Mir tut es zwar auch in der Seele weh, weil ich mir denke, gut, es gibt bestimmt Leute, die von euch hier das gerne geguckt haben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es euch soweit gefallen hat bisher. Aber ich weiß nicht, das fühlt sich... Es fühlt sich für mich nicht richtig an. Ja? Weil wenn ich jetzt beispielsweise in meinem Uploadplan lese, Lego Worlds, dann... Oh, ich habe einen König entdeckt. Der war sonst noch nicht hier. Dann habe ich so dieses Gefühl so, was will ich denn diesmal machen? Irgendwie, keine Ahnung. Ja, und dann denke ich mir, nein, vorwärts. Dann denke ich mir wieder, ist ja eigentlich doof. Wenn du jetzt nicht weißt, was du machen möchtest, ja, wie sollst du dann, sag ich mal, den Leuten das schmackhaft machen? Ja, und es ist ja, ich sag hier nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber ich muss mich halt teilweise dann doch schon, teilweise dann doch schon manchmal so ein bisschen, jetzt möchte ich nicht sagen quälen, aber es trifft es schon. Und das sollte ein Spiel definitiv nicht jemanden quälen, ja. Zum Beispiel hier, ich habe hier eine Planierraupe, kann hier mit was platt machen. Zack, kommt ein böses Pferd. Ist die ganze Physik schon wieder für den Hintern. So. Seht ihr, kommt schon wieder dieses blöde Pferd und macht alles kaputt. So, machen wir hier nochmal gerade. Jetzt hoffe ich mal, dass du das da endlich gerade machst. Nee. Hier baut er zum Beispiel auch nicht gerade. So, hier macht das noch. Ja, guck mal. Warum kann er nicht rückwärts dann genauso handeln? Jetzt muss ich da nochmal wieder nach vorne. Das sind halt so Sachen, so kleine Kinderkrankheiten. Ja, man darf nicht vergessen, das Spiel ist in Early Access. Man muss sich dessen bewusst sein, wie das Ganze auch dann, ne, weiter verlaufen wird. Aber ich sage, für jemanden, der Minecraft Rising World spielt und was es nicht alles für Survival-Games gibt, ist, glaube ich, Lego nicht das Richtige. Darum, wie gesagt, möchte ich das Projekt erstmal vorzeitig beenden, oder sagen wir nicht beenden, pausieren. Pausieren, bis es wirklich da einen entsprechenden Content-Update gibt, ja. Das Gute ist für die Arc Age, Leute, ich versuche mal wieder Arc Age zum Laufen zu kriegen. Sollte das dann nicht funktionieren, muss ich mir wieder was Neues einfallen lassen. Aber ich denke mal, ihr könnt es verstehen. Vielleicht bringe ich sogar noch ein ganz anderes Spiel. Ja, und wenn ihr unbedingt Lego Worlds oder irgendwas von Lego sehen wollt, es gibt so viele andere Lego-Spiele, wo man wirklich dann Spaß und Humor, noch mehr Spaß und noch mehr Humor hat. Ja, darunter Lego Batman oder so. Vielleicht aber auch Lego City Undercover habe ich ja auch. War zum Beispiel auch ein großartiges Spiel. Ja, also ich gucke mal. Ich hoffe trotzdem, es hat euch Spaß gemacht. Und wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Was ihr wollt, ob ich es weiterspielen soll, mir da irgendwas Kreatives ausdenken soll. Oder ob ihr sagt, Troplay, du hast recht, das passt überhaupt nicht zu dir, ja. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich fürs Zuschauen und sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.